Hallo, liebste Freunde der guten Unterhaltung und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Grand Blue Fantasy von mir, dem Hube, hier auf HubeTube. Halt mal mit ein bisschen anderen Setting, wie man sieht. Es ist so hell da draußen, dass ich die Folie, hätte ich fast gesagt, den Greenscreen davor hängen musste. Schlimm ist das. Oh, außerdem ist das Bild schief. Mann, heute sind auch Sachen los. Holt euch wie immer etwas Leckeres zu essen, was Kühles zu trinken und habt vor allem ganz viel Spaß. Dabei zuzusehen, wie wir zu Sathbar gehen, um ihm zu sagen, dass Roland wohl nicht mehr ist. Hier ist der gute Sathbar. Tschu. What he say? Hallöchen, Sonnenbrillenschrank. Okay. Ach, was sehen meine Augen? Ja, im Dunkeln mit Sonnenbrille wahrscheinlich nicht viel. Oh, und ihr habt auch eure Freundin wieder. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich heiße Lydia. Ich bin Sathbar, ein Informant. Es muss da draußen ganz schön hart gewesen sein, hm, kleine Lady? Ja, das war es. Sathbar, mach dem armen Kind nicht solche Angst. Was? Ich jage ihr Angst an? Ich zeige mich gerade von meiner besten Seite. Freut mich zu sehen, dass alle bei bester Gesundheit sind. Nicht ganz alle, ne? Als von dem Angriff der Avia auf Saatholm erfuhr, bin ich hergeeilt, um meine Unterstützung anzubieten. Ehrenfrau. Da wir gerade von Verbündeten sprechen, ich sehe Roland nicht unter euch. Wo ist er? Er wurde gefangen genommen. Mist. Nun gut, schaut nicht so traurig rein. Er ist keiner, der Kampfluft ausgibt. Vielleicht können wir etwas für ihn tun. Bist du dabei, Hissi? Aber sicher doch. Ich gehe sofort los, um Vorbereitungen zu treffen. In Ordnung. Nenn es Intuition oder Magengrummeln, aber in diesem Himmelsreich baut sich ein riesiger Sturm zusammen. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber die Luft summt vor Emotionen. Irgendwie Freude, Angst, Traurigkeit, Wut. Man merkt, wenn sich etwas zuspitzt. Ich habe dieses Kribbeln seit 15 Jahren, seit der Katastrophe auf der Insel Dali, nicht mehr gespürt. Ich würde damit sagen, dass ihr in euer eigenes Himmelsreich zurückkehren solltet. Was? Das kannst du in so einem Moment nicht sagen. Hör zu, meine Quellen sagen mir, dass ihr aus Vangrade hergekommen seid. Ihr habt ein gutes Schiff, das den Miasma-Strom überqueren kann. Kein Grund, hier die Helden zu spielen. Das ist es nicht. Wir können doch nicht einfach alle im Stich lassen, wenn wir wissen, was passieren wird. Dieser Turm, den wir sahen, wird den Himmel zerstören. Also müssen wir etwas dagegen tun. Und was ist mit Roland, hm? Lasst mich hier die Stimme der Vernunft sein. Ihr habt eure Prinzessin gerettet. Mission erfüllt. Was machen Ritter, nachdem wir die Prinzessin gerettet haben? Sie sorgen dafür, dass sie weiterhin sicher ist. Du bist ein ausgezeichneter Kapitän. Also muss ich dir deinen nächsten Zug nicht erklären, oder? Ich weiß diese Besorgnis zu schätzen. Pass auf, deine Crew ist mir ans Herz gewachsen. Deshalb übernehmen wir ab hier. Kommt schon, sage mir nur, dass ihr euer Glück nicht herausfordern solltet. Ach, wem mache ich was vor? Wir wissen beide, dass ich dir das nicht ausreden kann. Aber Sagangrade ist unsere Heimat. Lass uns zumindest unseren Stolz. Gut. Mach dich bereit und geh zum Dock. Dann machen wir genau jenes. Ah, hier ist nochmal eine Quest. Frag das nicht. Quest annehmen. Gut. Ich habe mir nicht durchgelesen, welche, aber wir haben halt eine angenommen. Haben wir nicht auch so ein paar schon abgeschlossen? Nebenquests? Da, berichten. Ja. Hallo. Aha. Wüstenasche. Nimm es. Gut. Sonst noch was? Er ist auch hier. Nice. Ha, genau 10. Das ist ja allerbest. Wahrscheinlich 1 Million Kilometer. Wir sind sogar näher dran einfach. Hallo? Wer sind Sie? Ah, willkommen zurück. Die Grand Cypher Stadt, klar. Bereit für die Abreise? Legen wir.
Einfach zurück nach Hause. Spiel vorbei. Die Luftströme sind instabil geworden. Bitte seid da draußen besonders vorsichtig. Also machen wir das wirklich? Wie lautet der Plan? Wir werden Roland retten. Ausgezeichnet. Priorität Nummer 1. Eigentlich nicht. Angeben könnten wir Lyria retten. Jetzt können wir uns für den Gefallen revanchieren. Ich muss ihm dafür danken, dass er sich so gut um die ganze Cypher gekümmert hat. Ich habe nicht deine Meinung, aber das wird sicher kein Kinderspiel. Ich bin dabei. Es gibt sowieso kein Zurück. Geduld, Reparaturfuzzi. Wir kommen dich holen. Lasst uns alles geben, was wir haben. Also nur einiges. Grand Cypher fliegt. Okay, musst du nochmal drücken. Wusste nicht. Noch nie gab es eine furchtlosere Crew. Nimm das, Ruffy. Hoffen wir, dass alles gut geht. Die perfekte Truppe, um Gurgottheiten herauszufordern. Bin froh, dass sie es tun und nicht ich. Und so stehen wir noch tiefer in ihrer Schuld. Nun genug gejammert. Wir haben unsere eigenen Aufgaben zu erledigen. True. Was auch immer es ist. True. Luftraum von Saturn. Ah. Wie unnötig. Next Chotoika. Ich hol mir hier was. Einen Prisma-Chip nämlich. Du, 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 du. Run, boy, run. Ist hier oben noch was? Hahaha. Berkelsplitter. Sehr nutzlos, wenn wir ihn nie brauchen. Ups. Hey, das gehört Roland. Er muss es während des Tohuwabohus im Schloss fallen gelassen haben. Achte nur darauf, es ihm wiederzugeben, ne? Oh. Rolands Notizen 8. Oh, lesen wir gleich. Handelt von uns. Rolands Notizen 8. Wenn du das liest, dann ist mir wahrscheinlich etwas zugestoßen. Lily ist mächtig, gelinde gesagt. Wenn der Plan nicht perfekt ist, dann wird es nicht ohne Verluste abgehen. Aber falls Opfer gemacht werden müssen, möchte ich der Einzige sein, der den Kopf hinhält. Wenn das also geklärt ist, möchte ich mich auch noch entschuldigen. Die Wahrheit ist, dass ich Hube benutzt habe. Ich konnte nicht gegen Lilith kämpfen, solange sie die Sekte befehligte. Ich brauchte meine eigene Figur. Als ich die Kampffertigkeiten von Hube und Tempera sah, wusste ich, dass das Glück auf meiner Seite war. Und ich wusste auch, dass du den Kampf gegen Lilith weiterführen würdest, sollte ich scheitern. Die Zuneigung, die alle in der Crew voneinander empfinden, ist die Basis, die die Entschlossenheit von Hube noch größer macht. Kein Übel kann euer Band durchtrennen. Das ist mir jetzt noch bewusster als jemals zuvor. Es war falsch von mir, euch im Ungewissen zu lassen. Vor 600 Jahren habe ich versprochen, das Himmelsvolk zu beschützen. Dass ich dich und deine Crew getroffen habe, war ein weiterer Beweis dafür, dass es richtig von mir war, mich auf die Seite des Himmels zu stellen. Während der letzten paar Tage mit euch zu reisen, hat teure, längst vergangene Erinnerungen in mir wachgerufen. Es war mir eine Ehre, mit euch allen diese Abenteuer zu erleben. Danke für alles. Von Herzen, Roland, Volkers Reparaturheinz. Oh. Du hast einen Teil von Rolands Notizen gefunden, aber es gibt noch mehr Seiten. Unter Archive in Lyrias Tagebuch kannst du lesen, was er geschrieben hat. Vor allem haben wir jetzt erst einen von 8. Wie viel ist denn da doch noch irgendwie im Spiel zu erledigen? What the hell? Falls sich der ein oder andere wundert, warum ich das immer unterstelle, dass das Spiel quasi vorbei ist. Mal gelesen, dass es relativ kurz ist. Lyria ist endlich zurück, aber wir haben keine Zeit zum Feiern. Lilith hat das Ziel beinahe erreicht. Sie sieht nichts anderes mehr. Ich bezweifle, dass sie noch aufzuhalten ist. Außer von uns. Es klingt vielleicht melodramatisch, aber ich glaube, das Schicksal verlangt nach diesem letzten Entscheidungskampf. Unsere Crew gegen Lilith. Uns bleibt nur eines. Wir müssen zur Säule von Bayoi fliegen und das ein für alle Mal beenden. Okay, jetzt letzte Mission. We believe, peoples. Oha. Das ist ja doch nochmal was anderes als die andere Magma-Insel da. Ich wusste nicht. Sieger gerade, Himmelsreich. Oh, ist da gleich wieder Boss-Rush? Ich dachte, wir haben zumindest noch irgendwie einen Dungeon.
Fly, Grand Cypher, fly. Fly to your destiny. Der Himmel hat einen furchtbaren Farbton der Verzweiflung. Das haben wir wohl Lilith und Angra Mainyu zu verdanken. Die Säule macht mir Angst. Lilith nannte sie Brücke zur Sternenwelt, nicht wahr? Nur Angra Mainyu kann das Tor öffnen. Die Säule muss eine Art Altar für die Rituale sein. Ah, wir haben noch mal ein bisschen. Echokammer der Illusionsforschung. Okay. Netter Name. Auf jeden Fall stabile Musik. Yes. Bunte Reflexion. Dabei sieht das hier nicht so aus, als würden bunte Dinger rumliegen. Bin ehrlich. Zwei bunte Reflexionen. Again. Da hinten ist nochmal was Storymäßiges. Schädigter Brief. Dann nochmal ein Trüchen. Oh. Yay, ein bisschen was an Money. Und Druckgeschwitter. Geht es mir so oder ist die Luft mit irgendwas? Ah, aus welchem Loch dieses komische Ding hervorgekrochen? Stufe 40 Beobachter. Gruselig feindselig. Gutes Aufwärmtraining. Ja, dann. Kämpft halt. Das kleine Teil von Angra Mainyu. Dimensionsverzerrung. Hey. Wir sind durch diesen Riss gegangen, oder? Es fühlt sich so an, als wären wir noch im selben Ort. Aber alles ist leicht nebelig. Ah. Okay, dann erscheint man quasi in seiner Welt. Seht euch das Ding an. Ja. Ich wollte gerade fragen, ob ich denn der Einzige bin, der gegen die Viecher kämpft. Das ist nicht mehr so knallhart, was? Wahrscheinlich könnten wir jetzt in der anderen, oder müssen sogar in der anderen Welt kämpfen. Zerstörung. Oh. Uncool. Gruselige Portalmonster sind weg. Was sagt ihr? Sollen wir weiterziehen? Nein, nein, wir gehen jetzt einfach wieder. Ich kann es nicht glauben, dass sie sich in einer anderen Dimension aufgehalten haben. Es muss etwas mit Angra Mainyus Macht als Torwächter zu tun haben. Diese ganzen obvious Sachen. Diese Quatschfragen. Sind wir wieder Gie? Cringe, sag ich euch. Hi. Ah, das mal wieder. Ein Gegnertopf. Never mind. Oha. Meisterschaftspointsies. Diese bunte Reflexion ist hier wirklich sehr inflationär überall verteilt. Wobei, das war jetzt... Ich kann Schreie voller Leid und Schmerz hören. Ja, cool. Cool, 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 cool. Again. Hey, Beobachter. Alles klar. Junge. Weggelinkt. Scheint wieder ein Spalt. Yo. Haram. Ach, jetzt sind hier mehrere Wurmlöcher. Das ist ein bisschen ätzend. Aber wobei, nö. Glaube ich, keinen Unterschied gemacht, tatsächlich. Sternenmaterie. Ja, okay. Wäre jetzt ein bisschen kurz für eine Folge, weshalb wir hier nochmal weiterlaufen. Und dann passieren kann, dass ich hier wieder eine Stunde unterwegs bin, aber ist dann so, wie es ist. Lol. Moment mal, ich glaube, ich spüre eine Astralbestie oder zumindest etwas, das sich wie eine Astralbestie anfühlt.
Okay, das heißt, wir machen gleich einen Bosskampf gegen eine Astralbestie. Wer hätte das gedacht? Was? Aber das ist unmöglich. Lyria, wir springen hier nicht zwischen Dimensionen herum. Nichts ist unmöglich. Hat er recht, der alte weise Mann. Okay, mal sehen, welche es ist. Hurkan? Ja! Wie gut ich einfach raten kann. Aber es ist Dark Furkan. Furkan Nihil. Alles klar. Nein, nein, nein. Oh, sehr schön. Dieses Vereisen ist halt so overpowered. Aua. Okay. Ah. Der ist schon wieder. Bin ich bereit auszuweichen? Jo. Guck mal, wir brauchen dich. Ah, das ist also nicht der echte Furkan. Okay. Also, das ist nicht der Furkan, ist mir klar. Ich wusste nicht, dass beide gleichzeitig... Okay, der ist wohl ein Tickenchen stärker. Ah. Tja, wie gut, dass Hube das nicht geschafft hätte. Später, wir haben Wichtigeres zu tun. Verwandle dich in deinen Bahamut-Modus und dann hilf uns, du Hund. Okay. Ah. Das schon wieder. Oh lol. Wie viel Schaden die einfach teilweise fressen. Naja, Superheldenverwandlung, ja. Dann nochmal, Wonder Woman. Bam, 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 bam. Ach, keine Ahnung, gegen wen er da ständig angreift. Zum Glück nicht wir, aber... Ah, ich hätte wieder rein gemusst. Okay, verstehe. Komm. Okay. Nein, 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 nein. Oh, echt jetzt? Jetzt haben wir den verloren, weil wir nicht getroffen haben. Okay. Lol. Ach komm, halt's Maul. Haben wir es dann jetzt? Nein, immer noch nicht. Okay. Was ein Glück, ey. Alter, wie nervig. Das kannst du keinem erzählen. LOL. Er ist halt squishy as fuck, aber... Ikuzo! Er ist halt echt ätzend zu treffen gewesen gerade. Wow, nur ein Zweier Burst. Das ist ja lächerlich, kümmerlich schlecht.
Wo er einfach hinspringt dann auf einmal. Ich war draußen, ey, ohne Witz. Ach komm, ey. Oh, der ist echt nervig. Ido hilft gefühlt auch gar nicht. Merke ich jetzt erst. Also ich merke jetzt erst basically, dass er überhaupt dabei ist. Geschwindigkeit, mit der dieses Mistviech in den Overdrive geht, ne? Ey, es ist ja nur belastend. Danke. Jetzt hat man es mal gemerkt, seine Hilfe. Danke. Ja, er ist eh dead. Aber macht mal euren Linksraum. Wieder ein Zweierburst. Blaue Explosion. Der war super nervig. Also wirklich. Oder die. Es ist ja eine Sie. Nein, nein, nein. You got wrecked. Danke, Ido. I guess. Juhu. Ist jemand verletzt? Könnte Bäume ausreißen, aber was machen wir mit ihm? Ja, was willst du machen? Ido, warte. Du möchtest Lilith doch auch aufhalten, nicht wahr? Nach all der Zeit, die ich mit ihr verbracht habe, weiß ich, wie viel dir an ihr liegt. Aber selbst wenn du sie noch nach all dem liebst, wir müssen sie aufhalten. Meine Mutter, oder Lilith, sollte ich wohl sagen, hat vor, die Zukunft dieser Welt zu opfern. Ich weiß, dass ich sie damit nicht davonlassen kann. Aber ich kann nicht länger so tun, als wäre ich unschuldig. Es hat schon lange genug gedauert. Willst du mit uns kommen? Oh, einfach die Brofist. Du willst sie genauso halten wie wir. Eine leichtere Entschuldigung? Entscheidung gibt es nicht. Was meint ihr? Je mehr, desto besser, oder? Warum? In Anbetracht der Gewalttaten, die ich eurer Crew angetan habe. Naja, letzten Endes hast du uns dennoch geholfen. Ich frage mich, wer Lilith dieses Kind beschert hat. Ein ehemaliger Feind ist ein zukünftiger Freund. So lautet doch das Sprichwort, oder? In Ordnung. Ich werde mit euch gegen Lilith kämpfen. Bam! Halten wir sie auf. Jung, er einfach aussieht. Id ist als zeitweiliges Mitglied beigetreten. Willst du die Gruppe bearbeiten? Ja, safe. Welches Level hat Ido? Ist halt die Frage. Catalina ist super. Rosa muss heilen. Müssen wir Rekam, glaube ich, tauschen. Oh, der ist Stufe 35. Hab Baby. Aber er ist schon stärker. Okay. Cool. Könnt jetzt tatsächlich und echt und wirklich mit ihm kämpfen. Strong. So, einfach alle Stufenaufstiege. Gut, 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 gut. Pfad der erwachten Erlösung. Ich hoffe sehr auf ein Safe Point hier irgendwo. Ah,
Eine von diesen Truhen. Ich habe jetzt gerade aber gar keinen Bock, um ehrlich zu sein. Er hat seine Entscheidung getroffen, sagt er. Boah. Dunkle Flüssigkeit. Ja, gut. Und nochmal eine bunte Reflexion. Ich bin gespannt, was er für einen Wolkenbrecher-Kombinationsangriff hat. So, da geht's weiter. Kommt hier jetzt mal ein Speicherpunkt oder hätte ich tatsächlich backtracken sollen? Riesige Eidechse. Irgendwie ein Trophäe. Probiertes Steindenkmal. Oh oh. Achso, das ist nur noch einmal einer von denen. Ich hat mich trainiert, als ich klein war. Alter. Wie sie einfach alle diese ranzige Dunkelwelle da machen. But I dodged. Bam. Und weggelinkt den Jungen. Ach, er macht auch einen Rainleaf? Ach komm, hör auf. Wieso Rainleaft er denn auch? Alter. Junge. Er hat auch so viel HP einfach. Kommen jetzt unendlich. Wirkt fast so, ne? Dann können wir auch einen Himmelsbrecher machen, ist egal. Todlast, Alter. Okay, wild. Okay. Fireburst. Gewitter. Ich bin wahrscheinlich so lange kommen, wie die Viecher hier als Portal bestehen. Even more. Ab ins Wurmloch und den Beobachter zerstören. Hey, hey, hey. Lol, ich bin halt da reingesprungen, ich Depp. Okay, das war gerade ein bisschen wack. Ich glaube, da habe ich das Spiel break. Jetzt verstehe ich, der Vulkan, gegen den wir gekämpft haben, das war ein Schatten aus unserer Erinnerung. Ja, in unserer Erinnerung war der nicht so stark. Boah, ich hätte einfach, ich Depp, backtracken sollen. Und mich gleich der nächste, ne? Jo. So, wen haben wir jetzt? Ich schätze den Feuerdude. Nein, ah, der Eisdude. Ah, sehr nervig. Alter. Wie er einfach übertreibt. Wow. Alter, ich weiß nicht, ob wir gleich am Anfang so viel Damage hätten machen sollen. Okay. Ich glaube, 20% ist halt... Ui, geht es allen gut. Festgenagelt, wir müssen etwas unternehmen. Ja, ich weiß, aber was? Okay, cool. Ich erkenne diesen Speer. Mohaha, Galanza. Okay, cool. Thanks, I guess. Guck mal, wie sehr es sich jetzt schon gelohnt hat, den Dude damals nicht gekillt zu haben. Ja!
Oh, lol. Okay. Ich glaube, Galanza ist hier ziemlich am helfen. Oh, wir treffen halt wie Blöde, aber... Okay, überall, wo er da rumstampft, entstehen danach so komische Dinger. Ah. Okay. Sein Overdrive ist auch gleich leer. Gebreakt ist er auch. Sehr gut. Oh. Leider haben nicht alle den. Da habe ich nicht drauf geachtet. Oh, wie Ido schön lächeln kann. Alles klar, du kriegst wohl doch hin. Wow. Die Todlast hat ihn noch voll ins Gesicht erwischt. Sturmausbruch auch nochmal. Das sind aber erst 50% und er hat quasi seine fiesen Angriffe noch gar nicht eingesetzt. Ja, jetzt fängt es nämlich an. Nox Eterna! Ja, diese Kackdinger da. Was zum Eiskonfetti? Rettet das, dass die Party endlich losgeht. Ja, wo sollst du denn hingehen? Ja, es ist halt so ein Quatsch. Das war's beim ersten Mal auch schon, der Angriff. Was ein Blödsinn. Danke. Wow. Okay, und den Angriff. Jetzt hat er gerade, warum auch immer, extrem geschluckt. Oh, wie witzig, dass er einfach eingefroren wurde. Okay, jetzt haben wir den Scheiß wieder. Alter. Aua. Unantastbar. Can't catch this. Na 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 na. Okay, wir sind in der Link Time. Wir haben ihn gebreakt. Okay, diese Link Time war ja geisteskrank. Alter, war die heftig. Ich glaube, so eine präzise und gute Link-Time hatte ich noch nie. Schon. Schlaf gut, kleiner Prinz. Danke, Galanza. Stabiler Typ. Hä? Ich glaube, er muss schlafen. Macht nur weiter. Ich werde nur schnell ein wenig verschnaufen. Gut, das heißt, deine kleine Freundin wird uns beim nächsten Kampf helfen. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Moment, du willst hier schlafen? Villa. Boah, ich hätte so gern einfach einen scheiß Speicherpunkt. Ich kann hier nicht speichern, ne? Nee. Ich könnte wahrscheinlich zurück zur Stadt, aber... Teil der Sekte, warum hast du derartige Mühen auf dich genommen, um Lyria zu beschützen? Wenn du Befehle befolgt, zumindest anfangs. Lilia war der Schlüssel zur Erlösung. Na, guck mal da. Das erfahren ist erlebt, nur sich selbst retten will. Mittel zum Zweck, bla bla bla.
Als Plan war es, auszulöschen und so gegen sie stellen. Boah, das kannst du aber keinem erzählen, dass hier jetzt keine weiteren Speicherpunkte kommen. Boah. Ja, Leben hatte keinen Sinn mehr, sagt er. Da! There it is! Der erlösende Folgenbänder. Geheiligter Boden. Njom, 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 njom. Schmeckt. Okay, um deine Kraft zu erhöhen. Guti, guti. Liebe Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und zu gucken, wie ich die Bosse gelegt habe. War spannend, hat Spaß gemacht. Und dann hoffe ich auch, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin. Ciao.